Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend, willkommen bei unserem Nachrichtenüberblick um 7. Rudi Zern ist heute an meiner Seite für den Sport. Hallo, guten Abend. Dieser Volkstrauertag war anders als frühere. Kurz nach den Feierlichkeiten zu 100 Jahren Weltkriegsende empfing der Deutsche Bundestag einen Besucher, der hier zum ersten Mal sprach. Frankreichs Präsidenten Macron. Er erinnerte an die Millionen Toten des 20. Jahrhunderts und lobte Deutschland, das wie kein anderes Land Lehren aus seiner Geschichte gezogen und die Dämonen des Nationalismus überwunden habe. Die Voraussetzung für 70 Jahre Frieden. Auf dem Weg zu mehr Europa dürften Deutschland und Frankreich nicht zögern. Andreas Künast. Es geht, bevor es um die Vergangenheit geht, um die Zukunft in Berlin. Der französische Präsident und der Deutsche und Jugendliche aus 48 Ländern. Jeder sagt, was für ihn die wichtigste Friedensidee ist. Ein Europa, das sehr viel ehrgeiziger ist und sehr viel offener.